Kaffee, die Stadt ist für die überrannt. Ich kann nicht zum Bingo-Abend gehen. Fürchten Sie sich nicht, gnädige Frau. Seesternmann ist hier, um alles in Ordnung zu bringen. Säcke, Wustmanin, Zwerge, Gnome, Hobbits. Und ich werde zu einem neuen Part. SpongeBob schlagen auf die Kreatur aus der großen Kammer natürlich. Mit dem Zwergenfürst. Hier haben wir am letzten Part verzweifelt aufgegeben. Na, haben wir nicht. Wir haben es doch irgendwann geschafft, aber. Oh Mann, ist das schwer hier. In einem Kinderspiel so eine schwere Probe. Ach Mann. Danach sind wir gestorben und dann kam man nicht mehr weiter. Hat nicht so viele Leben hier in diesem Spiel. Boah, wie mich ein Spiel dermaßen zur Verzweiflung bringen kann. So ein Kinderspiel vor allem. Keine Ahnung, was ich damals für eine Geduld hatte. Ah, die Hitbox ist hier einfach zu klein. Diese Türme haben einfach viel zu kleine Hitboxen. Das ist. Dann hat man halt. Nur begrenzte Zeit, auch noch Zeitstress hier und Zeitdruck meine ich. Man nur diese kleinen Türme hier und dann fällt auch immer wieder runter und verdammt. Da könnte es doch mal ein Checkpoint geben oder sowas ähnliches. Aber nein. Okay, ich gehe nochmal reaktivieren. Die Geldsäcke haben wir alle gesammelt. Und dann geht's eigentlich, müsste eigentlich an dieser Stelle. Ach verdammt, Patrick, was machst du? Ja, für die, die jetzt erst entscheiden in diesem Part, mein erstes Spiel, das ich jemals auf einer Konsole gespielt habe. Mein erstes Nintendo-Spiel damit auch. Ach verdammt. Ja. Deshalb spiele ich das jetzt im Let's Play. Und ich habe schon im letzten Part hier. Ein Rage Quit gemacht. In diese Projektion. Das ist ja ein Rage Quit. Das hätte ich niemals gedacht. Jetzt könnt ihr mir heute zusehen, wie ich jetzt hier erneut rage und erneut verzweifle hier an dem winzig kleinen Ding. Ihr könnt das Spiel euch mal selbst kaufen. Das gibt es, glaube ich, noch auf Secondhand-Läden und auf Flohmärkten. Wird wahrscheinlich nicht mehr im Handel verkauft, nicht mehr wirklich. Dafür ist es wahrscheinlich zu alt. Aber das ist. Ah, ich war schon da oben. Das ist. Und dann schaut euch mal diese Stelle an. Das ist einfach. Das ist. Mit dieser Touch-Steuerung, das ist einfach. Dann ist der DS falsch kalibriert und. Es ist einfach kacke. Das sieht jetzt natürlich so blöd aus, wenn ihr das im Let's Play euch anguckt im Video. Aber ja. Und mit dem Zeitdruck hier, das ist, na. Warum kann man denn hier kein Fliege-Item hinsetzen? Ah, ja, nach links, Patrick, nach links. Verdammt, hüpf. Ja, nice. Puh. Da sind wir. Super. Haben wir es auch mal geschafft. Ging schneller als im letzten Part. So, und jetzt die Leben behalten und ja nicht runterfallen. Zu kurz vorm Ziel. Na, es ist erstaunlicherweise noch einiges bis zum Ziel. Es dauert komischerweise noch eine Weile. Obwohl wir schon alle Items eingesammelt haben, die wir einsammeln sollten. Ich verstehe es auch nicht, aber ja. Dieses Level hat mich schon mal zu Weißglut gebracht. Ich hoffe, wir wenden das heute. Wir können schon in das nächste starten. Ja. Rage Quit in Part 2. War ja, glaube ich, Part 2, oder? Irre ich mich da? Der letzte Part. Das müsste jetzt Part 3 sein. Wenn mich alles täuscht. Also mal schnell hier rüber. Zack. Das ist ja eigentlich kinderleicht. So ist es nicht. Also, wie?
Hier muss doch irgendwo eine Sache sein. Ach ja, hier. Ich wollte nicht ins Leere springen. So viel Vertrauen hatte ich dann doch nicht in die Sache. Hops, da. Das muss doch bald zu Ende sein. Na komm, hier. Qualle besiegen und weiter. Patrick, der Superheld. In seinen Träumen. Ja, auf dem oberen Bildschirm sieht man, wie er träumt. Das ganze Spiel besteht nur aus den Träumen von SpongeBob, Patrick und Plankton. Ja, so schaut's aus. Falsche Seite? Oh doch, richtige Seite. Naja, zumindest nicht die falsche. Ich glaube, wir müssen nach rechts, oder? Das Ziel kann ja nur auf der rechten Seite sein. Oh oh. Das sieht schlecht aus. Oh oh. Da kann man doch nur verlieren. Ah! Puh. Leute. Das macht mir Angst, hier von dem Hoch rauszuspringen. Was machen wir denn hier? Nach! Komm, und jetzt? Jetzt haben wir das nicht offen. Was zum Henker? Also weiter runter oder was? Ich habe das Spiel halt lange nicht mehr gespielt. Ach, da unten gibt es auch noch was. Da unten ist Boden. Ich hätte gedacht, dass man hier verloren wäre. So, Leben wieder zurück. Zack, ach so, ja, da müssen wir die Glocke aktivieren. Nee. Wie heißt denn das? Den Wecker. Die YouTuber kennen natürlich nur die Glocke. Ja. Gute Anspielung. Aktiviert die Glocke. So, wann ist dieses lange Level mal vorbei? Oh, hier fallen lassen, das macht mir Angst. Aber ich mache es. Ah, da ist der Strahl, da muss ich rein. Der Strudel. Da haben wir es geschafft. Gerade der DS verrückt oder die Kamera, was auch immer. So, nächster Level. Nette alte Dame spricht. Okay, die Stadt ist vergeben, lieber Antwort. Ich kann nicht zum Bingo-Abend gehen. Fürchten Sie sich nicht, gnädige Frau Seesternmann. Hier, um alles in Ordnung zu bringen. Das ist ein Triumph. Okay, dann brechen wir mal auf. Und ja, retten. Bringen die alte Dame zu ihrem Bingo-Abend oder was? Ja. Scheinbar müssen wir jetzt hier die Bösewichte besiegen. Ah, die hier. Die Kumpanen. Okay. Einen haben wir schon. Das dürfte nicht allzu schwer sein. Diese maskierten nicht diese leichten Bösewichte. Die Oberschurken müssen wir besiegen. Damit auch alle die Stadt verlassen. Okay, das wird hier wieder ein bisschen knifflig. Ja, als Kind hatte man dann wahrscheinlich ein bisschen mehr Geschick im Umgang mit den Touchpennen. Vermute ich mal dazu. Ab in den Strudel und weiter. Hops. Und hops. Oh. Ein Bombenmann. Nein. Ja, da muss ich mit dem Level nochmal von vorne anfangen. Puh, zum Glück haben wir den letzten geschafft. Dass ich nicht mit dem letzten nochmal von vorne anfangen muss. Hui. Da bin ich Game Over gegangen. Man hat nur 2 Leben in dem Spiel. Warum 2? Warum nicht 3? Wie standardmäßig in Games so der Fall. Naja, da sind wir gleich drüben hier. Meine Strudel gar nicht gebrauchen müssen. Und wir haben auch so rübergekommen und noch weitergegangen. Boah, diese kleinen Flächen hier, wo man drauf hüpfen muss. Das bringt mich das. Bringt mich auch wieder hier zum Schreien. Nee, ich werde nicht schreien, aber Leute von heute.
Nein, nicht Leute von heute, Leute von damals. Und dann muss man nochmal dreimal in die Richtung streichen, damit der auch ja in die richtige Richtung läuft. Der Trick. Und so, da werden wir wieder. Nicht runterfallen. Zack, zack. So, hier stehen bleiben, hier stehen bleiben. Zack. So hoch und hops. Und ihn weiter aus Leben holen. Zack. Oh, Bombe, Mann. Warum gibt es hier so viele Monster? Ich meine. Bösewichte. Ich habe nur noch ein Leben. Muss aufpassen. Darf mich hier nicht treffen lassen. So. Irgendwo müssen wir mein Leben kriegen. Ja, ich meine, ein Heilungsdingens. Die Leben sind ja die ganzen hier. Nein, das brauche ich eigentlich nicht, aber das ist ein 1 ab. Das kann ich gebrauchen. One up. Das ist ein 1 ab. Na komm hoch. Sag nur, du kommst da nicht hoch. Ach, verdammt. Achso, von hier starten. Das ist gut. Ich habe ja noch ein Leben. Aufpassen. Aufpassen, Patrick. Aufpassen, wo du hintrittst. Das wird schon ein bisschen schwerer. Das ist nicht mehr das erste Level, sondern schon das vierte oder fünfte. Das ist gar nicht mehr so einfach. Habe ich euch schon mal davon erzählt, dass ich damals am letzten Level verzweifelt bin, als Kind. Ja, das One-Up werden wir nicht kriegen. Am letzten Level durfte man sich dann, Achtung, Spoiler, wer das Spiel nicht kennt, kurz mal Ohren zu halten. Im letzten Level durfte man sich dann auswählen, welchen Charakter man spielt, welchen der drei Charaktere man im finalen Level ausübt. Da ist dann SpongeBobs Spiel leicht, Patrick's dann ein bisschen schwerer und Planktons ein bisschen. Ja, hätte Planktons dann halt noch ein bisschen schwerer. Ja, das schwerste von allen dreien. Das schwerste Finale war das von Plankton und ja, an Planktons Finale habe ich mich damals sehr schwer getan. Das war halt nicht so leicht für mich als Kind. Aufpassen! Attenzione! Patrick, du hast noch ein Leben und ein Energiebalken. Vorsichtig! Nicht ablenken, Zwergi. Nicht durch Reden ablenken lassen. Die können scheinbar alle schießen. Ach du Scheiße. Ja, mei. Dann halt nochmal von vorne und alles jetzt mal ein bisschen schneller hier. Das ist. Die Zeit ist knapp. Wenn ich den ganzen Abend hier verbringen, hab noch weiteres vor. Ich muss das dann auch irgendwann mal schneiden. Irgendwann mit ihm. Genau. Zum Beispiel schneiden möchte ich das noch. Vielleicht nicht mehr heute, aber ja, doch, wenn es geht, heute. Versteht ihr, was ich meine? Hops, mach hops. Blöder Seestern. Ja, Patrick, der ist wirklich ein bisschen begrenzt. Puh, ich habe scheinbar auch nicht so viele Lebenspunkte gleich verliere. Nicht immer so oft treffen lasse. So, mal schneller voran hier. Das ist mein Kinderspiel. Das wirst du doch wohl hinkriegen, Zwei. Du hast schon schlimmere Spiele bewältigt. Ja, weil die auch immer von so ferne. Alter Schwede. Ja, komm. Zwei Leben. Ein Dingenspunkt. Da unten, ach komm schon. Anstrengung. Jetzt hier nicht im Let's Play versagen. Bei dem schwachen Level jetzt hier. Das hast aber mit 7, 8 Jahren besser gekonnt, Zwergi. Aber wirklich. Und ein bisschen Contenance. Na komm. Ah, verdammt, diese Quellen und so viele Gegner hier auf einmal. Ja. Da war ich früher wohl ein bisschen eleganter und ein bisschen schneller und ein bisschen
Tja, bin besser unterwegs. Und bin langsamer und ja, reaktionslangsamer geworden. Also meine Reaktionszeit hat sich natürlich verlangsamt. Mit 8 Jahren oder 7 Jahren hat man natürlich noch ein bisschen schnellere Reaktionszeit. So, wir haben schon 3 von 6, 3 von 5. Nicht mehr viele, die wir besiegen müssen. Na komm. Das kriegen wir doch jetzt noch hin, oder? Das kriegen wir hin. Na komm, hier. Seil hinauf. Zack, 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 zack. So, da mal mit rüber. Und da hoch, denn die kann man zerstören. Ein bisschen ganz blöd aussehen. Oh, das ist mein Wecker. Ja, der sagt mir, dass ich mit dem Part aufhören soll. Ja, geht gerade nicht. Dass die Zeit vorbei ist. Nächste Sache steht dann ein One-Up. Ja, da müssen wir uns beeilen. In den nächsten paar Minütchen hier mal entweder pausieren oder zu Ende kommen. Zu einem Ende kommen. Na komm, 2 Räuber sind es noch. Einer ist es noch. Zack. Und dann ans Ziel. Na, wo ist der Schalter? Da hinten. Okay, den brauchen wir nicht. Können wir hochfliegen. Und darüber. Und dann lang. Wie ein Seiltänzer hier auf dem Fahnen balancieren. So, zack. Nicht von den Keulen aufhalten lassen. Nicht von den Bösewichten treffen lassen. Nein, da bin ich wieder unten. Aber noch ging es ja. Die Zeit, die Zeit. Ja, heute ist wirklich knapp. Knapp bemessen die Zeit hier. Na komm. Wieso lasse ich mich von diesen Bombenwerfern so betreffen? Na, das wäre doch ein Let's Play für Let's Play Markus. Bomben. Ja. Und Bomben gibt's auch hier. Na komm, hol dir das Item und weg da. So, 3 Lebenspunkte, 2 Leben habe ich. Das ist gut. Nein, besieg den und weiter. Weiter, 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 sagte ich. Er rutscht. Korrigieren. Ja, ist halt bei dem DS hier so ein bisschen rutschig. Tut mir leid. Und ist zwischendurch mal verrutscht. Das ist nicht das Beste, was man machen kann, aber ja. Ihr kennt mich ja mittlerweile. Ihr wisst doch, wie das bei mir läuft. Hops, die Hops. Und den letzten Räuber holen. Aha. Na komm. Beeil dich, zwei jetzt nicht mehr versagen. Dann schaffst du das. Hops. Hops. Mit ein bisschen Zeitverzögerung. Ja, ich rede die ganze Zeit über Zeit. Ja, ich weiß. Ist ein bisschen blöd, aber. Die Zeit war auch immer eine Rolle. Spielt auch mal eine Rolle im Projekt. So, wie Ops, wo ist denn der Letzte? Wo ist denn der Kollege? Hup, hup. Ach, verdammt. Seestern an. Auf und davon. So, Ops, das dauert ja ewig bis zum nächsten. Na komm, nein, da lang. Ops, ops, ops. Lass dich nicht treffen. Blöder Stern. Ich sagte nicht treffen lassen. Verdammt. Muss ich wieder von vorne anfangen oder was? Nein. Noch fange ich nicht von vorne an. Ja, wo geht's lang? Wo soll es lang gehen? Nach links. Scheint so. Verdammt. Ich hab den angeklickt. Ich weiß das doch. Komm. Touchpen reagiert auch ziemlich schlecht. Oh, da muss ich mich, glaube ich, mal treffen lassen. Ah, da ist der letzte Schurke. Bombenwerfer ist zu weit entfernt. Verdammt! So, überlebst. Nice, da haben wir es geschafft. Da bin ich nach oben.
Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Mit dem Spiel, mit diesem Level machen wir am nächsten Mal weiter. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Habt noch einen angenehmen, frostigen Tag. Gehabt euch wohl, haut daran, ihr kennt die Verabschiedung. Glückchen aktivieren und so weiter. Bis dahin. Ciao, ciao. Man sieht sich.